Ja, liebe Leute, der Ravenite ist jetzt gerade eben zurück mit Let's Play Breath of Fire 2. Wir werden schauen, wie wir dort auf diese Seite kommen, dass wir da nach oben klettern können. Ich hoffe, dass es schnellstmöglich geht. Wir machen weiter. Kältezauber. Also, das, was mich am meisten nervt, ist die Tatsache, dass meine Charaktere so langsam sind. Das ist vielleicht auch ein Manko an dieser Gruppe jetzt. Spar ist langsam, Rand ist von Natur aus langsam, Sten ist schnell und der Held ist aufgrund seiner schweren Rüstung langsam. Ja, ich hoffe mal, dass wir das so schnell wie möglich hinbekommen, hier rauszukommen, denn langsam wird schon nervig. Ich merke schon langsam wieder das Adrenalin in mir hochpumpen, nach dem Motto, mein Gott, jetzt gibt immer Gas. Wir müssen nämlich jetzt wieder dorthin, wo wir gerade, glaube ich, mit Sten auf Shubkai getroffen sind. Ich weiß nicht, ob es hier richtig ist. Dieser Ort sieht zumindest dem anderen Ort ähnlich. Es kann auch sein, dass es jetzt ein anderer Ort ist. Auf jeden Fall können wir da oben durch die Tür gehen. Mal gucken, wo wir dort hinkommen. Oh, Spezialschlag. Ja, der Held schlägt zurück und der Basilisk ist beiseite geräumt. Es scheint diesen Status der Versteinerung nicht zu geben. Das ist natürlich was Schönes. Wenn es wirklich so ist. Wenn es so ist und keine Versteinerung gibt, weil die Versteinerung war somit der nervigste Statuseffekt in einem Breath of Fire Spiel für mich. Oh, ein Heilstab, ein Heilbrunnen. Da gehen wir doch mal glatt dran. Als sie das klare Wasser getrunken haben, haben sie alle ihre Kraft zurückbekommen. Super. Und wir teleportieren uns. An Schatztruhe. Die Mondmaske. Was bringt uns diese Mondmaske? Oh, Sten kriegt eine höhere Abwehr dadurch. Ja gut. Das ist natürlich gut für Sten. Wir haben also jetzt eine Mondmaske eingesammelt. Und da ich jetzt nicht so viel kämpfen möchte, werde ich schauen, ob die Rauchbombe was bringt. Wir werden sie jetzt benutzen. Können jetzt hier wahrscheinlich wenigstens mal ein paar Meter machen, ohne zu kämpfen. Jetzt haben wir so knappe 20 Schritte, glaube ich, gemacht und müssen jetzt wieder kämpfen. Der Todbringer ist jetzt da. Oh, tot. Nein. Genau, diesen Zauber habe ich gehofft, dass der nicht kommt. Denn der ist extremst nervig. Wie ihr gesehen habt, war das ein One-Hit-Kill für Sten. Ich werde ihn sofort wiederbeleben. Denn wir haben ja noch genug Lebenspillen. Zum Glück. Deswegen brauchen wir eigentlich auch keine Sorgen um meine Heilgegenstände machen, denn bei der Anzahl von Lebenspillen dürfte eigentlich gar nichts anbrennen. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich muss... Nein, wieder ein Kampf. Es ist doch nicht auszuhalten. Es ist doch wirklich zum Mäusemelken. Verdammt nochmal. Kann man nicht einfach... Mann. Das fand ich war zum Beispiel eine sinnvolle und gute Lösung bei Breath of Fire... Ach, bei Breath of Fire, schon bei Suikoden 2. Da konnte man, wenn man zu stark war, den Gegner wenigstens loslassen und laufen lassen. Ehrlich. Weil, sowas ist einfach nur nervig, ewig wieder zu kämpfen und immer die gleichen Gegner und nie eine Abwechslung drin und man möchte seine HP und MP sparen für alles Mögliche und dann kommt man nicht dazu, weil man alle 10 Meter kämpfen muss. Und hinterher hat man dann keine Gegenstände mehr, um das Ganze abzuwehren und dann muss man wieder hier rumtouren. Ich bin bei solchen Räumen, bin ich sowieso immer schwach. Da verlaufe ich sowieso generell. Da habe ich einen Orientierungssinn von, glaube ich, von einem Brot im Toaster. So ungefähr. Da kommt ja gar nichts mehr raus. Ich hoffe nur, dass wir das jetzt so schnell wie möglich hinter uns bringen, ehrlich. Ich bin wirklich nur bedient. Weg damit. Nochmal weg. Spa ist jetzt doch schneller als Rand. Und es geht weiter. Wieder ein paar Punkte. Oh, Sten ist immerhin aufgelevelt. Ja gut, die Charaktere, die jetzt noch ein paar Level bekommen, für die ist das was Schönes. Aber für mich jetzt hier nicht wirklich von Bedeutung. Denn... Ja, Raluba. Raluba, Raluba, Raluba. Uga, Buga, Bang, Bang. Alle weg damit. Oh. Wenigstens machen sie nicht den Verderbenshauch oder den Gifthauch oder ähnliches. Das wäre ja noch schöner. Wahrscheinlich würde ich dann da auftauchen mit Rand, der gerade 94 MP hat. Der hätte wahrscheinlich keine mehr. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich.
Ist einfach nur herrlich. Es ist eine gewisse Herausforderung, mit der Gruppe zu gehen. Sterbe ich jetzt auch nicht. Ich habe es mir so ausgesucht. Und ja, Rand ist aufgelevelt. Immerhin. Immerhin leveln sie hier auf. Diese Musik ist auch nicht wirklich motivierend genug. So. Bin ich von da gekommen? Oder bin ich da lang runtergegangen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich muss aber eh nach oben, weil ich bin ja runtergefallen eigentlich mit Stan, oder? Von daher, wenn ich runtergefallen bin, müsste ich doch rein theoretisch wieder nach oben. Nur Gott weiß, warum ich diese Treppe hinführt. Oder vielleicht die Zuschauer des vorherigen Videos, sag ich mal, wieder alles vergessen habe. Mir oder Beule. Ich habe einen großen Kopf. Wir machen weiter. Rafe ist auf Level 31. Hey, da ist ja schon mal etwas. Normalerweise müsste ich jetzt zum Brunnen zurück, aber... keine Chance. Mach ich nicht. Wieder ein paar Hilfskugeln. Oh, der hält schon alleine zwei Hilfskugeln. Ich hoffe nur, dass es sich jetzt auch gelohnt hat. Hey, wir sind bei drei Teleportern. So, welchen nehmen wir jetzt? Ich gehe mal erstmal... Warte mal, da ist glaube ich, eine Beschreibung. Notausgang. Aha, Notausgang ist also hier. Ich gehe mal nach oben. Ich mache erstmal... Aha, das ist Turbo. Turbo, was ist passiert? Verdammt, dieses Tor. Da ist eine starkes Energiefeld drauf. Du handelst also wieder wie so ein Superstar, hä? Jetzt haut er erstmal gegen die Wand. Ruh dich aus, Turbo. Okay. Wir müssen also... Bitte gebt euer Passwort hier ein. Eure Zeit ist vorbei. Wir starten mit dem Angriff. Moment mal. Wir müssen also gegen ein Portal kämpfen. Gut, bevor wir das machen, machen wir einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sprach der Raven nimmermehr.